Anna, wir haben ihren Namen geändert, möchte nicht erkannt werden. Für die 26-Jährige waren die vergangenen Wochen eine emotionale Achterbahnfahrt. Ich bin schon seit längerem auf Wohnungssuche gewesen in Frankfurt und das war leider nicht ganz so einfach. Man wird halt irgendwann verzweifelt, wenn man so lange eine Wohnung sucht. Ich hatte auch Besichtigungstermine, aber nie eine Zusage bekommen und dann plötzlich im Posteingang eine Mail von einer Hausverwaltung, in der so etwas stand wie: Wir haben Ihren Suchergebnissen entsprechend eine passende Wohnung für Sie gefunden. Anna kann ihr Glück kaum fassen. Die Wohnung ist in guter Lage, bezahlbar und auch die Fotos machen einen guten Eindruck. Sie nimmt Kontakt mit der Hausverwaltung auf. Ich hatte sehr viel Kontakt zu der Hausverwaltung, per E-Mail und per Telefon. Ich habe mit zwei verschiedenen Personen telefoniert, habe auch sehr viele Fragen immer zur Wohnung gestellt. Mir konnten alle Fragen beantwortet werden und ich habe auch keinen Unterschied zwischen dieser Hausverwaltung und den anderen Hausverwaltungen gemerkt, mit denen ich gesprochen habe. Es war unheimlich professionell. Anna möchte die Wohnung unbedingt besichtigen. Ich habe dann ein Bewerbungsformular ausgefüllt, wo ich meine Daten eingegeben habe, musste auch schon eine Schufa-Auskunft schicken und ein paar Infos zu meiner Person. Die Besichtigung selbst läuft kontaktlos ab. Anna soll ohne Begleitung kommen. Von der Hausverwaltung ist niemand vor Ort. Dass das eben über diesen Schlüsselkasten funktioniert, der in der Nähe vom Haus ist, wo ich einen Code eingeben muss, den Schlüssel bekomme und dann eine halbe Stunde Zeit habe, um die Wohnung zu besichtigen. Anna unterzeichnet nach der Besichtigung den Mietvertrag. Sie soll eine Kaution, Ablösesumme und eine erste Monatsmiete auf das Konto der Hausverwaltung überweisen. Insgesamt 3.500 Euro. Das macht sie und kommt zur Schlüsselübergabe. Dann kamen mir plötzlich andere Personen entgegen, die mich gefragt haben, ob ich auch wegen dieser Schlüsselübergabe da wäre. Und die dann gesagt haben, das wäre ein Betrug und sie haben schon die Polizei gerufen. Diese Hausverwaltung gibt es gar nicht. Und nicht nur ich wurde betrogen, sondern auch ganz viele andere Leute. Wir wurden alle zu einer Schlüsselübergabe geschickt, die es gar nicht gab, und haben unser Geld an diese Betrüger überwiesen. Hinter einer vermeintlichen Traumwohnung zum Schnäppchenpreis steckten häufig Kriminelle, warnt die Polizei. Es handelt sich um ein deutschlandweites Phänomen, was wir jetzt gerade hier erleben. Im Dezember ist es zum ersten Mal in Frankfurt bekannt geworden. Wir haben die Erkenntnis, dass es eine sehr professionell agierende Tätergruppierung ist, die sich hinter einer Immobilienfirma tarnen, um eben Seriosität vorzuzeigen oder vorzugaukeln, um eben Wohnungsinteressenten auf dem sowieso schon knappen Wohnungsmarkt in Großstädten eben Wohnungen anzubieten und dadurch zu versuchen, möglichst viele Gelder zu generieren. Die Masche der Fake-Inserate? Über verschiedene Immobilienportale schalten die Betrüger seriös wirkende Websites einer vermeintlich seriösen Hausverwaltung online. Der Kontakt zum Opfer findet nur digital oder telefonisch statt. Wohnungsbesichtigungen machen, ohne dass ein Vermieter, dass ein Eigentümer oder irgendjemand anderes dabei ist, der vielleicht auch Fragen beantworten kann zur Wohnung, sollten die Alarmglocken auf jeden Fall angehen lassen bei jedem. Wir raten jedem vorab, bevor eine Wohnungsbesichtigung nicht gelaufen ist oder man auch niemanden persönlich getroffen hat, keine persönlichen Daten oder sensible Daten zu übersenden und vor allem auch keine Geldüberweisungen an Personen tätigen, die man nie im persönlichen Leben getroffen hat. Anna hat Anzeige bei der Polizei erstattet. Ihre 3.500 Euro sieht sie aber wohl nie wieder. Ich kann manchmal immer noch nicht glauben, dass es ein Betrug war, weil das alles so realistisch war. Und man ist sehr wütend und verzweifelt, weil es auch so unglaublich viel Geld ist. Und man fühlt sich auch gläsern, weil diese Betrüger ja alle möglichen Daten von einem haben. Man fühlt sich nicht wirklich sicher, man weiß nicht, vielleicht wird die Identität gestohlen. Überhaupt hat Anna seit dem Fake-Inserat Probleme damit, wieder Vertrauen in andere Wohnungsanzeigen zu finden. Derzeit liegt ihre Wohnungssuche aber ohnehin auf Eis, denn das Geld dafür, das muss sie erst wieder erneut sparen. Wie fies. Guten Abend, Sonja Gettert von der Verbraucherzentrale. Guten Hallo. Abend. Ist das eine gängige Masche? Also das ist wirklich eine besonders perfide Masche, denn hier haben die Kriminellen ja extra eine Ferienwohnung angemietet oder über Airbnb oder Ähnliches. So viel Mühe machen sich die Kriminellen oft gar nicht. In der Regel ist es eher so, dass einfach Fake-Annoncen geschaltet werden, also gefälschte Inserate von Wohnungen, die entweder so überhaupt nicht existieren oder wo eben die Bilder von anderen Annoncen, von anderen Seiten geklaut werden, um dann diese gefälschten Annoncen zu erstellen. Okay.
Okay, und die Not ist einfach so groß, dass auch da genügend ins Netz gehen. Ne? Welche Maschen gibt es noch im Zusammenhang mit Wohnungen insbesondere? In der Regel handelt es sich da um einen Vorkassebetrug. Also in der Regel werden eben diese gefälschten Annoncen geschaltet und dann wird im Nachgang Geld verlangt, zum Beispiel für eine Schlüsselübergabe. Da heißt es dann, ja, ich bin derzeit im Ausland, ich kann mich nicht persönlich mit Ihnen treffen, schicken Sie mir doch bitte Geld, eine Kaution dafür, dass ich Ihnen den Schlüssel schicke. Mhm. Der kommt dann so natürlich nie. Mhm. Oder es wird Geld verlangt für einen Besichtigungstermin oder auch für die Reservierung einer Wohnung, also wenn man sich Bedenkzeit einräumt. Mhm. All das sollte aber üblicherweise kostenlos sein. Mhm. Nicht selten wird ja mittlerweile das Einscannen vom Personalausweis verlangt oder eine Kopie zu schicken oder sowas. Also ich glaube auch von seriösen Vermietenden. Wie geht man damit um? Also Vermietende haben natürlich ein legitimes Interesse daran zu erfahren, mit wem haben sie es da zu tun. Ich würde trotzdem davon abraten, wirklich eine Kopie zu übersenden vom Personalausweis. Eigentlich müsste es reichen, den Ausweis vorzuzeigen. Wenn die Vermietung aber drauf besteht, dann würde ich auf jeden Fall darauf achten, da Relevantes zu schwärzen. Also so, dass bestenfalls nur der Name, die Anschrift und vielleicht noch das Geburtsdatum stehen bleibt. Das Geburtsdatum aber auch wirklich nur, wenn es ein Name ist, wo Verwechslungsgefahr droht. Okay. Ansonsten alles andere, Foto, Größe, Augenfarbe und so weiter, vor allem auch die Ausweisnummer, unbedingt schwärzen. Okay, und damit müssten die dann eigentlich die Seriösen zumindest dann auch zufrieden sein. Genau. Ja. Woran könnte ich denn eine Fake-Anzeige erkennen? Also nochmal gesagt, das ist jetzt extrem schwer gewesen, aber was wären so vielleicht erste Hinweise? Es ist schwierig, weil auch die Kriminellen sich teilweise wirklich Mühe geben bei den Annoncen, aber wenn einem schon auffällt, dass das Angebot eigentlich zu schön ist, um wahr zu sein, also zum Beispiel Frankfurter Innenstadt, Bestlage, frisch saniert für unter 1000 Euro warm, da sollte man schon hellhörig werden. Okay. Die Portale haben ja auch oft also die Preise, die üblich sind, angegeben. Und man sollte eben darauf achten, passen die Bilder zu der Beschreibung. Da kann man dann zum Beispiel gucken, kenne ich vielleicht die Straße, wo die Immobilie sein soll, wenn dann auf den Fotos zum Beispiel bodentiefe Fenster gezeigt werden und ich weiß genau, da ist eine geschlossene Bauweise, da gibt es sowas gar nicht, dann ist das ein Indiz. Wenn man die Gegend nicht kennt, dann kann man zum Beispiel auch mal die Rückwärtsbildersuche machen, also indem man das Foto kopiert mit der rechten Maustaste in die Suchmaschine, in die Bildersuche eingibt. Und wenn man dieses Foto dann noch auf zig anderen Seiten, Werbeseiten findet, dann kann man auch schon damit rechnen, dass das alles geklaut und gefälscht ist. Dass es geklaut ist, okay. Oder mit Street View einfach mal gucken, ne? Oder so, genau. Ja. Was wäre denn eine normale Vorgehensweise? Also was ist seriös? Vielleicht mal umgekehrt gefragt. Also der übliche Gang ist, man nimmt Kontakt auf zu der Vermietung oder zu der Verwaltung, bestenfalls in einem Telefonat. Und dann trifft man sich eben persönlich zu einer Besichtigung, dass auch jemand eben der potenzielle neue Vertragspartner, Vertragspartnerin vor Ort mit dabei ist. Dann einigt man sich auf den Mietvertrag, unterschreibt den bestenfalls und erst dann Zug um Zug Schlüsselgabe gegen eine Kautionszahlung. Also dann fließt Geld erst wenn man den Mietvertrag unterschrieben hat. Ganz genau. Bevor der Mietvertrag nicht unterschrieben ist, bleibt das Portemonnaie zu. Haben denn die Internetplattformen da eine Mitverantwortung bei diesen Fake-Inseraten? Also rechtlich ist das tatsächlich schwierig. Die Portale haben auch ein großes Interesse daran, die Kriminellen da alle auszumerzen, sind da auch hinterher, aber man muss ganz klar sagen, selbst wenn so ein gefälschtes Angebot nur ein paar Stunden online ist, kann da schon ein großer Schaden entstehen. Ja. Und wirklich haftbar sind die Portale da nicht, denn die warnen auch auf den Hilfeseiten, da sind die gängigsten Maschen auch aufgeführt. Also da kann ich auch nur empfehlen, sich das alles mal anzugucken, bevor man dann tief in die Suche einsteigt. Was kann und sollte ich denn machen, wenn ich tatsächlich Geld überwiesen habe und merke, das war ein Fake? Das ist ein fieser Moment, da kommen einem viele entgegen und die auch reingefallen sind. Ja. Da sollte man wirklich ganz schnell handeln, wenn man eine Zahlung geleistet hat. Je nachdem, auf welchem Weg ist das Risiko, dass das Geld für immer weg ist, nämlich groß. Mhm. Eine Überweisung kann man nicht zurückholen, es sei denn, man schafft es noch eine Papierüberweisung, dass die noch im Briefkasten der Bank liegt, aber die Chancen sind gering. Wenn Transferdienste derer sich Kriminelle regelmäßig bedienen, zum Beispiel Western Union oder MoneyGram. Die haben auch Notnummern, an die man sich dann schnell wenden sollte. Aber da das ganz anonyme Zahlarten sind, ist das Geld oft bereits im Ausland und unwiederbringbar. Okay, und man kann ja fast schon sagen, wenn sowas verlangt wird, schon Finger weg eher. Ne? Ja. Und ganz wichtig vielleicht auch nochmal sagen, Polizei, Strafanzeige. Unbedingt. Ne? Okay. Unbedingt Strafanzeige erstatten, aber leider muss man sagen, Geld zurück gibt es eher selten. Danke, Frau Gettert. Ich danke. Dankeschön. Also, Vorsicht bei der Wohnungssuche. Überweisen Sie kein Geld, bevor Sie den Mietvertrag unterschrieben haben. Von Angeboten ohne persönlichen Kontakt sollten Sie wirklich besser die Finger lassen.